Guten Abend, Salve a tutti. Es ist Freitag, der 28. Februar. Normalerweise Monatsende, aber das haben wir noch nicht ganz. Morgen haben wir noch einen Tag. Morgen ist der Börsentag in Frankfurt. Mein Name ist Christian Schlegel. Die Märkte sind im Crash-Modus und ich will mit euch mal den DAX heute durchgehen, so wie ich das immer mache am Freitagabend. Ich bin meistens der Erste in Deutschland, der das macht. Und da stehe ich auch zu, ich habe da keine Angst vor. Heute ist es ein bisschen heftig, was hier so abgegangen ist, nicht nur heute, sondern in den letzten Tagen. Vor euch seht ihr den Chart, eine Kerze, ein Tag. Eins vorab, angesichts der Tatsache, dass ihr teilweise wirklich extreme Depotanzahlen wirklich verbrannt werden, habe ich mit der Börse Frankfurt ein Webinar geplant. Das ist, wir haben das genannt, Märkte im Crash-Modus. Wir wollten schon am Montag machen, ging aber leider nicht. Wir machen das am Mittwoch, dem 4. März, 18 Uhr. Hier steht 18 Uhr bis 19 Uhr. Ich wette, was ich habe, das geht länger. Ihr dürft wie üblich euch Werte wünschen. Ich werde nichts Edukatives machen im Sinne von, keine Ahnung, und die Bänder, das funktioniert so und dies und das. Ich nehme mir Wert für Wert für Wert vor, den ihr mir vorgebt und versuche pro Wert nur 3, maximal 4 Minuten zu sehen. Ja, der weiß es noch nicht, aber die 19 Uhr, die werde ich nicht halten. Ich gehe mal davon aus, dass es eher 19.30 Uhr und wenn es nach mir geht und mir stellt hier einer ein Wasser hin, dann von mir ist auch bis 20 Uhr. Jetzt kann ich hier schlecht den Link zeigen. Mein Vorschlag ist, schickt mir ein Mail, info@schlegel-trading.com. info@schlegel-trading.com. Dann schicke ich euch diesen Anmeldungslink oder ihr findet ihn im Facebook auf der Gruppe DAX-Trader von finanzen.net oder auf meiner Schlegel-Trading findet ihr da. Irgendwie kommt ihr mir zusammen. Oder ihr findet es natürlich auch bei der Börse Frankfurt. Ja, da irgendwo im Webinarbereich. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Guck mal, ihr findet es. Ja? Also würde mich freuen, wenn ihr kommt. Meldet euch. Ich nehme an bis Dienstag, also mit den Werten. Und dann schaue ich, was ich am meisten gewünscht wurde. Ja, also das ist schon wichtig momentan. Jetzt kommen wir mal hier zu dieser Geschichte hier. Wir sind also hier im DAX. Ich mache das mal größer. Ich muss versuchen, neutral zu bleiben, weil dieser Tag heute, also dieser 28. Februar, hat mich schon so, ich sage das, wie es ist, angekotzt, wie schon lange nicht mehr. Und nicht aufgrund der Kurse. Das wäre mir völlig egal gewesen, ob die hoch oder runter oder von mir aus 70% hoch oder runter, völlig egal. Die Art und Weise, wie heute hier teilweise Preise gestellt wurden, respektive die verschiedenen Broker, egal wie diese ganzen witzigen Banken heißen, und damit meine ich nicht nur die Zypern-Butzen, sondern ich meine auch die in Deutschland vom BaFin kontrollierten Banken, was die sich hier heute erlaubt haben, das war schlicht eine Unverschämtheit. Liebe Banken, und ich weiß, dass ihr zuhört, ihr bekommt so viel Kohle von uns Händlern. Manche handeln hier mit 200 Euro, 300 Euro und ihr greift euch die Gebühren ab. Könnt ihr bitte dafür sorgen, dass eure Infrastruktur wenigstens so gut ist wie die in was weiß ich wo? Ja? Tatsächlich muss ich sagen, der Handel auf Island, und ich liebe diese Insel, ist mit Sicherheit besser, stimmiger, passender als die Scheiße, die heute hier gelaufen ist. Das war echt eine Frechheit. Entweder es gab gar keine Preise, es gab keine Charts. Ich weiß nicht, wie viele Mails bekommen. Manche Leute kamen gar nicht in die Konten rein, in Depots. Das war schlicht und ergreifend peinlich. Das heißt, die, die drin waren, kamen nicht raus, teilweise. Und die, die rein wollten, kamen gar nicht rein. Und Ausreden waren dann sowas wie, ja, unser Kursprovider hat Probleme. What the fuck? Ja, dann sorgt dafür, dass ihr einen anderen kriegt. Das ist mir echt egal. Also so weit ganz, ganz gruselig, muss ich wirklich sagen. Es war Steinzeit. Jetzt gehen wir mal hier in den DAX rein. Das ist der DAX. Auf dem ersten, zweiten, dritten Blick ist da nirgendwo, aber auch nur der Hauch eines Positiven. Aber auch nur der Hauch. Wir haben, fangen wir mal an, diesen kleinen Trend und auf diese Trends, ich gebe auf die nicht so viel, schauen viele drauf, definitiv gebrochen. Das Problem bei diesen Dingern ist, wenn man diese Trends zieht, dass es angenommen, ich gehe mal wieder näher ran, ihr kauft jetzt hier irgendwas, sagt, naja gut, dann will ich halt hier gestoppt werden. So, ja, dann kommt aber mal 150, 200, 300 Punkte tiefer rein, dann werdet ihr hier unten gestoppt. Das ist ganz, ganz schwierig. Deswegen bin ich gar nicht so ein Freund davon, die Stops so weit hinten zu legen, die müssen näher ran. Und versuchen über Nacht die Position klein zu halten, gerade in solchen Tagen.
Stellt euch mal vor, jetzt kommt übers Wochenende Amerika mit irgendwelchen Corona-Zahlen. Oder, die Frage stelle ich in die Runde, ich habe noch nichts von Russland gehört. Ich weiß aber eins, der Herr Putin hat ganz, ganz schnell vor Wochen schon die Grenze zugemacht zu China. Er hat gesagt, da kommt nichts, was aus China kommt, kommt hier gar nichts rein. Ich war überrascht damals, ja, aber recht gehabt. Ich weiß nicht, was da für eine Zahl rauskäme. Gut, machen wir weiter. Wir haben die 200-Tage-Linie zerbröselt. Ja, wir durften einmal noch mal so ein bisschen dran schnüffeln. Ja. Das roch dann wie Laternenfahrer ganz unten, also sofort wieder von abgeprügelt. Das war nicht schön. Ganz böse. Wir haben sowieso dieses Zwischentief hier bei 12.880 gebrochen. Denken Sie mal an die Filme, die ich in den letzten Wochen immer gemacht habe. Ganz schlecht. Wir sind durch dieses letzte große Zwischentief hier etwas unter der 12.000, bei 11.800. Da sind wir dran, gerade eben dran. Danach kommt nur dieser Bereich hier. Und da sind wir bei 11.270. Auch gefährlich. Dann gleitende Durchschnitte, drehen nach unten. Die Bänder, sowas zu sehen. Ich mache es mal wieder größer, dass Sie es besser sehen. Die gehen fett auf nach unten und nach oben. Da ist nichts mit von wegen, ich habe das gestern in den Nasdaq-Film gemacht, ja, das ist genauso. Da ist nichts mit von wegen, dass der Bewegung entgegengesetzte Band dreht nach unten. Nö, das geht noch richtig auf. Das Ding ist noch nicht fertig. MACD weiter negativ. Und zwar auf einem historischen Stand, da muss ich jetzt mal gucken, wann wir das letzte Mal, schauen Sie also auf diese Zahl jetzt hier, wann wir das letzte Mal so tief waren. Da gab es mal ein bisschen was in 16, aber ansonsten 2011. Ja, fett. Stochastik. Überverkauf bis zum Anschlag. Nicht den Hauch einer Stabilisierung. Naja, selbst wenn alles, was hier unter 20 ist, ich gucke da nicht drauf. Ich nehme es zur Kenntnis, ich gucke nicht drauf. Wir haben einen Umbrella-Doji. Außerhalb der Bänder, außerhalb der Trends, an dem letzten Tief. Umbrella-Doji. Der kleine Bruder eines Hammers. Das heißt, wir können hier am Freitagabend um 20:08 Uhr, das ist die Zahl, wenn ich den Film mal sage, oh, vielleicht ist das jetzt hier der Wendepunkt. Ja, mir glaubt, oder andersrum, ich glaube noch nicht so ganz dran. Das reicht mir nicht. Das ist Spekulation und ein Spekulant ist ein Tier auf einer dürren Weide. Eine Sache wollte ich auch noch zeigen. Wir machen das mal so. Einmal gehe ich von hier, von dem letzten Zwischentief in den Fibos dran, komplett durch alles durch. Ja. Alles, was 38, 50, 61, also die wichtigen Fibo-Marken, alle durch. Jetzt gehen wir mal hier auf den Freund hier. So. Und darauf wollte ich zumindest noch mal hingewiesen haben. Wir sind hier, ist das 61er Fibonacci Retracement kommend von dem Dezember 2018. Erinnern Sie sich, da sagte Trump, ich finde die Märkte sehen geil aus. Er hat es ein bisschen anders formuliert, aber die Richtung war die gleiche. Ich finde, die Märkte sehen gut aus. Damals hatten wir bei den Fangaktien, ich weiß nicht, ich war bei NTV, da ging die heftigst runter. 20, 25% allesamt und darüber hinaus noch viele, viele andere Werte. Und dann hat sich der Trump dahingestellt. Ja, und darauf ruht er sich jetzt auf und sagt, ich bin der Vater der Rosse. Ja, gut, okay, er hat es richtig gesehen. Ja, also wenn er es gemacht hat, geil gemacht, muss schon sagen. Dann ging das Ding da hoch. So. Das heißt, wir haben nicht nur diesen Trend, sondern von den Fibos geben wir jetzt oder sind wir im Begriff abzugeben auf 11.606. Das ist also nicht mehr weit, das sind 200 Punkte. Im Moment handeln wir bei 11.812. Wäre das das 61er? So weit noch in Ordnung. Verbindet sich auch hiermit. Dann hatten wir hier am rund 3.6.2019 auch nochmal so eine Unterstützung. Ja. 11.606 ist nach 2.200 Punkten schnellster Bewegung nach unten, und das ist nämlich das, was uns alle stört, die Geschwindigkeit, das Momentum, ist das eine richtig gute Unterstützung. Ich glaube nicht, und das ist die erste Aussage, ich glaube nicht, dass wir hier drunter gehen. Corona hin, Corona her. Lenin hat mal gesagt, der Tod eines Einzelnen ist tragisch, der Tod von vielen ist Statistik. Wir gehen Richtung Statistik. Da sterben viele, aber ich habe auch heute schon die ersten Mails bekommen, wo es heißt, ja gut, aber es verhungern mehr Leute dran. Ich äußere mich dazu. Jetzt gucken wir mal nach Scheinen. Und Scheine habe ich hier. Das Problem, was ich halt jetzt mit Scheinen habe, die Emittenten liefern gute Arbeit. Aber wenn die Daten, die die erstellen, die Preise, die sie stellen, nicht rüberkommen an die Broker,
what the fuck? Das bringt ja nichts. Ja, aber ich mache trotzdem Preise rein. Den einen, der ist deutlich, deutlicher weg. Wobei ich den Begriff deutlich gar nicht mehr so sagen darf, weil hier sind es 500 Punkte, beim DAO sind es regelmäßig jetzt 1000 Punkte. Der DAO handelt gerade eben, wo ist er, irgendwie bei 800 Punkten minus, auch fast wieder 1000. Den x-ten Tag in Folge. Deswegen habe ich hier einen 11.288er. Der liegt hier drunter, unter diesem Zwischentief, was wir hatten im, wann war denn das? Das war im August letzten Jahres bei ungefähr 11.290. Das ist ein 11.288er Open-End-Schein von Goldman Sachs. Das ist die GA25Q6. GA25Q6. 11.288er Call, im Moment ein 22er Hebel. Der kann sich also innerhalb von einer Viertelstunde kann der sich auf einen 40er, 60er, 80er erhöhen. Also das ist halt das Problem momentan. Ich muss es nochmal sagen, ich fand die Emittenten am allesamt, also die ich gesehen habe, beobachte und überprüfe, wirklich eine gute Arbeit geleistet. Es ist schade, dass die Preise, die sie gerechnet haben, ich saß hier also auch teilweise stundenlang davor, ich konnte überhaupt nicht handeln. Es war einfach nur zum Vomieren, das muss man wirklich so sagen. Aber die Emittenten haben wirklich eine gute Arbeit geleistet, soweit ich das beurteilen kann, allesamt, unisono. So, und jetzt kommen wir mal zu den Puts. Also ich denke, ein Put muss man legen, wenigstens hinter die 200-Tage-Linie. Das wäre mir einfach zu knapp hier, den hier an den Trend, kurz hinter den Trend oder ans untere Band zu legen. Das wäre mir zu knapp. Ich habe mich für sowas hier entschieden. Das sind 12.798er. Legen wir also nochmal Schnaps, also das ist ein Schnaps, schon mal ein paar Punkte hinter der 200-Tage-Linie, in diesem Fall 150 Punkte. Das ist ein CH0APQ. CH0APQ. Von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein. Ihr müsst die Scheine selbst versuchen zu finden. Außer dem Tool von Onvista, ich habe noch einen YouTube-Film gemacht, wo ich das erklärt habe, wie das funktioniert, gibt es auf der Seite gs.de von Goldman Sachs, gibt es den Produktfinder. Das sind nicht nur Produkte von Goldman Sachs, muss ich ganz klar sagen, sondern die haben alles drin. Von allem, was Rang und Namen hat, gibt es eine neue Art Findungsmechanismus, sagen wir es mal so. Sieht sehr schön aus, wird, ich finde den sehr gut. Schön einzustellen, schön fein zu justieren, wird definitiv eine Konkurrenz werden zu Onvista. Schaut euch das mal an, gs.de. Ich werde auch bald einen Film darüber machen, finde ich. Ist also endlich mal eine richtig gute Alternative. Ich glaube, ich werde das in Zukunft mehr benutzen. Hier kommt gerade eben eine Meldung rein, die schwärzeste Woche seit August 2011. Ja, glaube ich gerne. Hört es nochmal, das ist nicht einfach. Und selbst wenn ihr die perfekte Meinung habt, was nutzt es euch, wenn ihr die Produkte nicht handeln könnt? Also wie gesagt, heute bin ich mal wieder eines Besseren belehrt worden, dass es einfach nur frustrierend ist, wenn man dann nicht handeln kann. Und bevor ihr dann anfangt, den Bildschirm vom Tisch zu treten, da war ich heute kurz davor, oder das neue iPhone auf dem Tisch aufzuschlagen, geht raus. Ne? Geht einfach raus. Halbe Stunde raus, irgendwas anderes machen. Ich habe das halt auch machen müssen. Egal wie. Es gibt solche Tage leider immer wieder in jedem Bereich. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute und würde mich freuen, wenn ihr am Mittwoch auch mal reinkommt. Schaut es euch an, hört es euch an. Ich gebe mir Mühe, dass ich möglichst viele Aktien machen kann. Auf deine, bye bye.